Willkommen zum Yoga-Sonnengruß. Das heißt, wir fangen auch direkt wie beim Sonnengruß an, dass wir uns vorne an das Ende der Matte stellen. Wer jetzt noch nicht aufgewärmt ist, machen wir erst ein paar Kreislauf-ankurbelnde Übungen nochmal. Wer schon warm ist, der nutzt schon den Effekt des Warmseins. Hände in Gebetshaltung, Schultern tief ziehen und den Atmen erstmal ruhig fließen lassen. Schließ einen Moment hier nochmal deine Augen, konzentriere dich auf diese tiefen Atemzüge in den Bauchraum, in den Brustkorb. Einmal noch tief ein- und ausatmen, danach öffnen sich die Augen wieder. Wir fangen an, ziehen uns fließend in den Berg. Mit der Ausatmung gehen wir nach unten, beugen die Knie leicht, lassen den Rücken rund werden. Wieder einatmen, Kopf hebt an in den Berg hoch und ausatmen. So wiederholen wir das jetzt ein paar Mal. Strecken lang, atmen ein, beugen rund, ausatmen, einatmen. Heb den Kopf zuerst, dann richtest du dich auf und atmest aus. Zweimal noch. Wer das schon mit gestreckten Beinen schafft, der kann auch dabei direkt bei der Vorbeuge die Beine lang lassen. Das sieht dann deutlich mehr in der Rückseite der Beine. Lang einatmen, ausatmen tief. Einatmen, zur Decke hoch. Ausatmen tief. So, beim nächsten Mal gehen wir runter und halten in der runden Vorbeuge unten. Wer die Beine noch nicht ganz gestreckt hat, macht das jetzt. Unabhängig davon, ob die Hände am Boden sind oder nicht, der Körper hängt und dadurch spüren wir ein Ziehen in der gesamten Rückseite, Rücken, Po, in die Oberschenkelrückseite. Unsere Beine machen jetzt mehrmals Beugung und Streckung. Beug leicht und streck wieder. Beugen und strecken. Einatmen und mit der Streckung aus. Und der Kopf bleibt möglichst weit unten. Das gibt deinem Nacken dabei einen gewissen Entspannungsmoment. Sonst befinden wir uns ja immer aufrecht den gesamten Tag über. Das heißt, da ist immer die Nackenmuskulatur aktiv, um unseren Kopf zu stützen. Jetzt darf die wirklich mal komplett loslassen. Zweimal noch. Letztes Mal. Versuch gestreckt zu bleiben. Richte deinen Körper auf. Erst den Kopf, der Rücken. Du atmest ein. Ausatmen, Gebetshaltung. Und wir schwingen kurz die Arme hin und her. Machen wir das Ganze nochmal, aber hängen unten die nächsten Übungen dazu. In Gebetshaltung kommen, Schultern tief, hier die Beckenknochen hochziehen. Du richtest dich lang auf, atmest ein in den Berg, ausatmen, runde Vorbeuge, lass die Beine möglichst lang. Zieh jetzt von hier aus in den Tisch, das heißt, wir kommen in eine Waagerechte und öffnen die Arme zur Seite. Jawohl. Wieder runde Vorbeuge zum Entspannen. Und nochmal den Tisch, das aktiviert unsere Rückenmuskulatur. Ausatmen, lösen, einatmen, anheben. Viermal mehr noch, atme aus, Kopf mit immer nach unten und einatmen. Dreimal tief, atme ein. Zwei davon. Tief, heb an, letztes Mal, komm rund und anheben. Wir sind im Tisch, halten dort, vielleicht merkst du schon ein Ziehen im Rücken und auch so ein bisschen in den Beinen noch hinten. Dreh dich jetzt auf die rechte Seite auf, heißt die linke Hand geht zum Boden, rechter Arm ist tief. Mitte, waagerecht, kurz halten, Rückenspannung fest
Und jetzt geht der rechte Arm zum Boden, linker hoch. Halte dort. Sehr gut. Zurück zur Mitte. Runde Vorbeuge, tief ausatmen. So, wir machen das fließend. Wir kommen in den Tisch, drehen uns rechts. Mitte einatmen, dreh links. Mitte ein und wieder rund nach unten. Halte kurz, entspannen. Letztes Mal. Atme ein, Tisch, dreh dich aus. Mitte ein, drehen, Mitte und rund. Bleib tief. Wir machen weiter. Schieb das rechte Bein weit nach hinten. Setz die Ferse hinten quer und vorne beugt dein Bein weit nach unten. Das schiebt jetzt unsere Hüfte vorne tief, so dass die Hände sich absetzen können und unser Oberkörper liegt im Grunde auf dem Oberschenkel ab. Genau. Halte dort. Zieh kleinste federnde Bewegung in diese Position hinein. Wir merken das im vorderen Bein, in der Rückseite und im hinteren spürt man auch die Innenseite mit des Oberschenkels. Vier mehr. Drei. Zwei. Dein rechter Arm, der löst sich jetzt. Wir machen mit dem Arm einen Bogen und drücken uns auch hoch in eine Kriegerposition. Vertief nochmal vorne in die Beugung. Sehr gut. Spüren wir gut die Beine. Jetzt brauchen wir mehr Kraft im Oberschenkel vorne. Letzte noch. Vier. Drei. Zwei. So geht der Bogen wieder nach vorne. Die Hände stützen wir ab. Und das vordere Bein zieht sich jetzt unterm Körper durch. Wir machen den herabschauenden Hund, setzen unsere Fersen zum Boden hinten. So, die sind wahrscheinlich nicht ganz unten, deshalb wippen wir mit den Fersen Richtung Boden. Kleine kurze Bewegungen, das lockert unsere Muskulatur, das Bindegewebe, macht den Körper schön weich, die Muskulatur. Letzten Feder, vier noch, drei, zwei, setz deine Knie am Boden ab, wir machen direkt weiter, halten hier. Schieb dich flach über den Boden jetzt nach vorne, ablegen in Bauchlage. Dein Oberkörper rollt sich jetzt ein Stückchen hoch, bis dann du merkst, dass dein Rücken gespannt ist. Genau, man kann jetzt dabei sich noch weiter hochdrücken, aber nicht so was, dass die Schultern zum Ohr ziehen, sondern die Schultern bleiben tief und der Nacken lang und dann wieder ab. Roll noch einmal hoch, so weit wie das für dich im Rücken angenehm ist und tief. Zweimal noch aufrollen, Kopf, Rücken, Spannung, Schultern tief und ab. Letztes Mal hoch und ab. Wir stellen die Füße hinten auf, drücken uns jetzt einmal mit richtig Kraft hoch und kommen in das Brett. Heißt, hier sind die Beine, Füße aufgestellt, Hände stützen uns und der Körper bildet eine Linie. Von dort drückst du dich jetzt wieder in den herabschauenden Hund. Kurz hier bleiben, das entspannt wieder den Rücken. Wir ziehen unser rechtes Bein nach hinten oben. Einmal heb so weit wie du kannst, dein Bein hoch. Und dieses Bein macht direkt einen kleinen Schwung nach vorne, um das wieder aufzusetzen. Das üben wir noch ein paar Mal, keine Angst. So, direkt das andere mit dazu. Wir strecken die Beine, kurz Zeit. Atme ein, richte dich ganz auf in den Berg, heb den Kopf lang nach oben und ausatmen. So, das lassen wir erstmal kurz so wirken und müssen das jetzt nochmal langsam durchgehen für die andere Seite.
Hände nochmal in der Gebetshaltung. Fangen wir immer an. Schultern ziehen tief, vorne die Beckenknochen hoch, leichte Po- und Bauchspannung. Dort ziehen wir uns in die Länge, atmen ein, aus, tief, rund. So, jetzt kommt der Tisch. Den machen wir auch einmal links, einmal rechts. Drehen, Mitte, einatmen, wechseln, aus, nach unten. Nun mach dein linkes Bein den großen Schritt nach hinten, die Ferse hinten quer und vorne beugt deine Hüfte tief, kleine Federn in diese Richtung nach vorne. Guck mal dieses Knie hier vorne, das ist so, dass es genau ein bisschen größer den Schritt, damit das Schienbein hier senkrecht steht, sonst gibt es irgendwann unangenehmen Druck im Knie, dann ist die Belastung unangenehm vorne, das sticht dann sonst sehr unangenehm. Wir halten tief. Vorne der Arm, der linke, macht den Bogen, richte dich auf und schieb nochmal in die Beugung hinein. Kleine ziehen. Knie schön nach außen gedreht. Vier noch. Drei, zwei, eins. Genauso wieder tief kommen. Und das vordere Bein unterm Körper durch in den herabschauenden Hund. Ein Stück sind die Füße hier geöffnet und die Fersen wippen nochmal sanft Richtung Boden. Deine Atmung fließt dabei, der Kopf ist entspannt nach unten. Bleib die letzten vier noch, drei, zwei. Nun setzen sich deine Knie am Boden ab. Schieb dich vor in Bauchlage, roll den Körper wieder auf Kopf, Spannung in den Rücken, tief, zweimal fließend hoch, sehr gut, und ab. Letztes Mal hoch und tief. Füße aufgestellt, drück dich hoch in das Brett. Nach hinten herabschauender Hund. Linkes Bein hebt an. Kurzen Moment halten. Und das Bein schwingt vor zwischen die Hände. Anderes direkt mit dazu. Super. Runde Vorbeuge. Bleib einen Moment. Und nun atme ein in den Berg nach oben. Ausatmen, Gebetshaltung. Wir lösen kurz die Arme. So, wir kennen jetzt alle Positionen, wir haben alles durchgemacht. Jetzt wird dabei immer alles reduziert auf eine, einmal jede Übung. So gehen wir das Ganze jetzt rechte Seite, linke Seite hintereinander durch. Schließ nochmal Gebetshaltung, zieh dich im Rücken lang, atme tief ein und aus. Wir fangen an, ziehen in den Berg, strecken uns, runde Vorbeuge, ausatmen, ich sag alles an. Komm in den Tisch, dreh dich zur rechten, zur linken Seite, ausatmen, einatmen, Mitte, drehen, runde Vorbeuge, rechtes Bein zurück, großer Schritt, vorne vertiefen und der Bogen mit dem Arm, lang, vertiefen, wieder zurück. Und in den herabschauenden Hund. Das geht alles fließend ineinander. Die Knie ab. Wir schieben uns in die Bauchlage vor. Drück dich hoch, roll den Rücken einmal auf und ab. Direkt in das Brett übergehen. Herabschauender Hund. Und rechtes Bein hebt an. Schwing dein Bein nach vorne. Anderes mit dazu. Einatmen in den Berg und aus. Wechsel das Ganze jetzt noch einmal. Einatmen, ausatmen, tief. Der Tisch, du drehst dich links und rechts. Mit atme ein, Runde Vorbeuge. Aus, großer Schritt, links zurück. Vertief und atme ein mit dem linken Arm, tief ziehen, ausatmen, wieder den hinteren Arm nach vorne,
Und wir kommen in die Runde vor, in den herabschauenden Hund. Entschuldigung. Knie setzen ab. Du schiebst dich in die Bauchlage vor, drückst dich auf, roll, atme ein und aus. Füße aufgestellt, drück dich hoch, herabschauender Hund. Dein linkes Bein hebt an und schwing nach vorne. Andere Seite mit, runde Vorbeuge, einatmen in den Berg und aus. Wiederholen. Nochmal rechts. Ausatmen tief. Löse hier die Spannung. Dann kommt der Tisch. Wir drehen Seite jeweils einmal. Einatmen aus. Rechtes Bein zurück. Hinten quer, vorne tief. Einatmen lang. Zurück. Herabschauender Hund. Schließ hinten. Setz die Knie ab, roll dich in die Bauchlage nach vorne. Oberkörper hoch und tief. Das Brett. Herabschauender Hund. Rechtes Bein löst. Nach vorne schwingen. Schließ die Füße. Komm in den Berg. Atme ein und aus. Alles mit der anderen Seite nochmal links. Wir atmen ein, kommen nach vorne, unten, ausatmen. Der Tisch. Streck dich lang, dreh links und rechts. Mitte und wechseln. Einatmen, runde Vorbeuge tief. Links der Schritt rück. Hinten quer, du atmest ein. Vertiefst, ausatmen. Zurück. Füße beide hinten, herabschauender Hund. Wir setzen die Knie ab und schieben uns nach vorne in die Bauchlage, drücken uns nach oben, sogenannte Cobra, stärkt den Rücken nach unten in das Brett, herabschauender Hund, sehr gut, linkes Bein hebt, schwing nach vorne, anderes mit dazu, runde Vorbeuge, in den Berg hoch, einatmen. Aus. Wir machen jede Seite ein letztes Mal. Ausatmen tief, jetzt fließt das Ganze richtig schön. Komm nochmal in den Tisch, dreh jeweils rechts und links. Mitte einatmen, dreh ausatmen. Runde Vorbeuge, Schritt rechts, vertiefen und zieh dich auf in die Kriegerposition. Zurück. Nach unten herabschauender Hund, Fersen ab und die Knie zum Boden, vorverlagern in die Bauchlage, kommen die Kobra, roll dich auf, Schultern tief, ab, drück dich in das Brett, von hier in den herabschauenden Hund, heb dein rechtes Bein und schwing das Bein vor, anderes mit dazu. Runde Vorbeuge, einatmen, in den Berg und aus. Letzter Durchgang, linke Seite. Ausatmen tief, löse hier die Spannung. Dann wieder aktiv der Rücken bei der Tischübung. Mitte ein, dreh dich aus. Tief rund, Schritt links, rück. Vorne die Hüfte, linke Arm, dann ist der rechte vorne und wieder nach unten gehen. Hinten die Füße, schieb den Po nach oben, herabschauender Hund. Wir setzen die Knie zum Boden, drücken uns vor in die Bauchlage. Rücken rollt auf, einatmen, ausatmen. Drück dich hoch. Po zur Decke, herabschauender Hund. Linkes Bein geht zur Decke. Schwing dein Bein nach vorne. Anderes mit dazu. Runde Vorbeuge. Einatmen in den Berg. Und aus.
schließ kurz wieder deine Augen und atme für dich tief ein und aus. Wir öffnen die Augen, lassen die Arme kurz mal sich ausschwingen, nach vorne, nach hinten. Ihr greift jetzt nochmal beide Hände hinter dem Rücken, zieht die Arme weg, Schulter nach unten und genauso beugt sich der Körper nochmal tief. Und dann halten wir, ziehen unsere Arme noch dabei nach hinten, immer so weit wir kommen. Lassen den Kopf locker unten, den könnt ihr so ein bisschen mal hin und her drehen. Nur Vorsicht mit dem Gleichgewicht. Dein Oberkörper zieht sich immer noch so ein Stückchen tiefer. Spür das mit in den Beinen hinten. Letzten 4, 3, 2. Die Hände lösen, wir lassen die Arme zum Boden hängen. Schütteln nochmal die Schultern ein bisschen aus. Und hier unten, wie wir sind, beugen wir jetzt nur ein Knie. Halten das eine gebeugt und das andere gestreckt. Umso mehr spüren wir jetzt in der gestreckten Seite hinten. Merkt ihr das? Der Unterschied, da kippt sich das Becken so ein bisschen. Und wir wechseln. Die andere Seite streckt sich. Wir halten möglichst weit unten den Körper. Und nochmal. Wechsel ab. Halte. Letztes Mal. Dann beide leicht beugen und die Hände auf die Oberschenkel stützen. Zieh den Rücken dort in die Länge. So, bleiben lang gestreckt, den Po hinten. Ziehen den rechten Arm auf. Zur Decke, halte dort. Mitte. Andere Seite lang. Einatmen, kurzer Halt in der Streckung. Ausatmen, wieder tief, roll dich nach oben in den Stand auf. Füße rollen ab, ein bisschen die Beine lockern. So, die stehen jetzt nochmal beide fest. Ihr kommt mit den Armen lang, zurück in Gebetshaltung, Druck gegen die Handflächen. Noch zweimal einatmen, aus. Letztes Mal. Und bei der nächsten Ausatmung achtet nochmal drauf, ihr nehmt die Schultern mit nach unten, streckt umso mehr den Nacken lang. Sehr schön. So, damit haben wir es geschafft. Ich danke euch. Applaus